Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen sehr, sehr nah in meinem Gesicht. Ich habe heute vermutlich die letzte Palette, die wir alle brauchen. Wenn diese Palette gut ist, könnte es bedeuten, dass wir keine anderen Produkte mehr benötigen würden, würden wir nicht alle ein bisschen Make-up-verrückt sein. Ich habe nämlich heute Post bekommen, ganz unkompliziert von Purish. Und zwar haben sie mir die neue Dominique Cosmetics Transition Palette geschickt. Das ist eine Palette, mit der man eigentlich alles können soll. Augenbrauen, Lidschatten, Contouring, Highlighting, Blush. Alles. Und wir werden das Ganze heute testen. Aufs Exempel. Bis zum bitteren Ende werden wir schauen, wie die Palette performt und wir schauen, ob wir daraus ein Full-Face-Make-up hinkriegen. Ich hoffe, dass es euch gut geht und falls nicht, hoffe ich, dass es euch mit diesem Video ein klitzekleines bisschen besser geht. Ich bin gut drauf. Ich habe euch extra ein bisschen näher geholt heute, weil es Fokus ist heute in meinem Gesicht. Also eigentlich sonst immer. Aber ich finde, mein Brustbereich heute ist völlig irrelevant, deswegen seid ihr komplett nah dran. Falls ihr neu seid, würde ich mich selbstverständlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts, mir bedeutet es die Welt und gemeinsam schaffen wir die 100.000 dieses Jahr ganz, ganz sicher. Ich habe nämlich heute eine Push-Benachrichtigung von YouTube bekommen. Wenn du so weitermachst, hast du in 5 Monaten 90.000 Abonnenten und das ist natürlich ganz, ganz toll. Das Video entsteht nicht wirklich in Zusammenarbeit mit Purish. Ich kriege kein Geld dafür. Sie haben mir die Palette einfach nur geschickt. Ich habe auch Stand heute noch keinen Code, wenn ich das Video drehe. Falls ich einen bekomme, schreibe ich euch alle Informationen unten hin. Ich wollte das Video aber schon mal gedreht haben, weil die Palette ist wirklich, wirklich krass und ich verspreche mir davon sehr, sehr viel. Ich fasse zusammen, wir sollen Augenbrauen, wir sollen Blush, wir sollen Highlighting, wir sollen Contouring und Lidschatten natürlich auch machen können mit dieser Palette hier. Das ist die Transition Palette und wir haben in der Palette 15 Farben, die für alles gemacht sein sollen. Es sind alles matte Farben. Ich bin sehr gespannt, wie wir daraus einen Augenlook kriegen, der schön ist. Vielleicht benutzen wir aber trotzdem noch einen Schimmerton. Auf jeden Fall gefällt mir das Konzept dahinter sehr, sehr gut, denn sie haben sich wirklich so ein bisschen Gedanken dabei gemacht. Auf den ersten Blick würde man denken, das ist die langweiligste Palette überhaupt. Wenn man aber hinter die Idee kommt, die Christian Dominique hatte, dieses, man braucht nur noch diese Palette, dann kann ich mir das ziemlich, ziemlich gut vorstellen, dass das funktioniert. Die Fännchen sind auch sehr groß. Ich vergleiche euch das mal. Ein Fännchen ist ungefähr so groß wie der Boden von dem Catrice Setting Spray. Das heißt, man kommt da auch gut mit den Pinseln rein. Und wir schminken jetzt was. Wir fangen mit der Base an. Ich habe auch extra noch nichts aufgetragen, damit wir das Ganze ein bisschen gemeinsam machen können. Ihr wisst, meine absolute Lieblingsfoundation aktuell ist die Elf Foundation. Ich weiß nicht, warum ich davon noch nie vorher irgendwie was mitbekommen habe. So ein wunderschönes Finish. Und die ist einfach so, so günstig. Ich arbeite die mit meinem Il Makiage Pinsel ein. Und wir schauen mal, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, ich habe schon ein paar Videos über Christian Dominique gemacht. Das ist eine amerikanische YouTuberin, die auch ihre eigene Brand rausgebracht hat vor einiger Zeit und die wirklich sehr, sehr gute Paletten und sehr gute Produkte rausgebracht hat. Also ich liebe die Lipglosse von ihr und auch die Lidschattenpaletten sind sehr, sehr schön. Falls ich einen Code habe, ist es kein Affiliate-Code, also ich verdiene auch nichts, wenn ihr über den Code von mir kauft. Dann schreibe ich euch das natürlich alles unten hin, aber Stand heute, die Palette ist noch nicht mal in Deutschland angekommen. Ich musste dieses Video drehen, weil die Palette liegt seit einer Woche schon hier und ich muss sie unbedingt testen. Das ist sehr, sehr selten, dass mich eine Palette so hypt. Das klingt immer total doof, aber ich habe ja hier ungefähr 400 Lidschattenpaletten und jeden Tag kommen 20 neue dazu. Und ich zeige euch ja gar nicht alles, weil mich vieles einfach auch gar nicht catcht. Und es wundert mich, dass so eine schlichte Palette mich catcht. Weil sie ist ja doch schon einfach recht langweilig. Aber mit dem Hintergedanken bin ich sehr gespannt, wie es funktioniert. Ihr seht, die Foundation sieht ultra, ultra schön auf meiner Haut aus. Ich gehe jetzt hier nochmal so ein bisschen lang. Sie hat so einen leichten Olive-Touch. Schaut euch bitte dieses Finish an. Ich bin ja schon wirklich sehr, sehr nah dran, ne? Und ich bin jetzt auch noch nicht mit dem Schwamm rübergegangen. Das machen wir jetzt einmal ganz kurz. Ich habe wieder meinen eigenen Beauty-Sponge und gehe hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. Und ihr seht diesen Glow auf der Haut, ne? Also die kostet, glaube ich, 6 oder 7 Euro, die Foundation. Okay, so sieht das Ganze schon mal richtig gut aus. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass meine Haut endlich da ist, wo ich sie haben will. Ihr kennt ja die Pflegeprodukte, die ich benutze. Ich habe aber auch was anderes eingeführt. Und zwar mache ich mir jetzt jeden Morgen, es klingt total doof, aber so eine 2-Liter-Kanne Tee. Und ich muss sie bis 12 Uhr ausgetrunken haben. Dann habe ich schon
meine Flüssigkeit oder die Flüssigkeit, die ich mindestens brauche am Tag bis mittags durch. Ich bin zwar alle 20 Minuten auf dem Klo, ist aber nicht so schlimm. Ich bin ja eh zu Hause. TMI heute hier. Ich nehme ein bisschen Concealer, lasse ihn kurz so ein bisschen antrocknen. So, und dann den Rest, den ich an Flüssigkeit zu mir nehme, der ist on top. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich habe nie verstanden, wenn die Promis immer so sagen, so, ah, ich tue nichts außer viel trinken. It's true. Wir lassen das Ganze mal kurz so ein klitzekleines bisschen antrocknen und machen weiter. Ach nee, machen wir nicht, weil wir machen ja gleich eh den Rest mit der Palette. Okay, wie glowy sieht meine Base heute aus? Ich sage euch, das ist diese Foundation und ich verstehe es nicht, warum die so krass auf der Haut aussieht. Ich sette das Ganze einmal kurz so ein bisschen unter meinen Augen. Ich benutze dazu, wie immer im Moment, mein Huda Beauty Puder. Ich weiß nicht, warum ich da vorher nicht drauf gekommen bin und das Jeffree Star Puder die ganze Zeit benutzt habe, was ich ja jetzt auch nicht mehr habe. Also ich habe es jetzt leer gemacht und wird natürlich auch nicht mehr nachgekauft. Das reicht schon an Puder. Ich nehme mir das auch gleich wieder weg. Ich möchte nämlich wirklich den ganzen Glow heute behalten. Und ich benutze dafür ein Produkt von Essence. Das ist der The Highlighter. Schaut mal, und damit gehe ich einfach hier rüber. Das ist dieses Schätzchen hier. Das ist einfach ein Highlighter. Aber die Base sieht aus wie feucht. Okay, Freunde, es gibt eine wunderschöne Broschüre hier von der Christian oder Christine, Christiane, Christian, Christine. Das ist das hier. Das ist einmal die Palette. Ich zeige es euch mal so, dass ihr es sehen könnt. Wir haben hier einmal bla bla bla. Und dann zeigt sie uns, was die Produkte können. Also, die ersten helleren Farben, Natural und Frothy, sind zum Aufhellen. Dann gibt es Contouring und Bronzertöne. Toffee, die seht ihr hier. Dann gibt es vier Blushes und sechs verschiedene Augenbrauenfarben. Also, ein paar wiederholen sich, glaube ich, ab und zu. Aber man kann sie immer weiter benutzen für verschiedene Dinge, je nachdem, welche Farbe ihr gerade braucht. Und I stan. Wir probieren es jetzt mal aus. Wir fangen erstmal an mit Contouring. Und dafür benutzen wir, glaube ich, die Farbe Toffee bei mir. Das ist diese hier. Ich gehe mit dem Kisu-Pinsel in die Farbe Toffee rein. Ich weiß nicht, wie pigmentiert die ist, ne? Also es sind ja auch irgendwie Lidschatten. Schaut mal. Ihr habt sofort eine Kontur und das Krasse ist, ihr könnt euch ja die Farbe aussuchen. Also egal welche Hautfarbe ihr habt, ist hier eine Farbe für euch drin. Wenn ihr wirklich hell seid, habt ihr die als Contouring-Ton. Beziehungsweise so ein bisschen Bronzer, die ist so ein bisschen wärmer. Man könnte sie, wenn man ganz mutig ist, mit Ash so ein bisschen abkühlen und dann habt ihr die Kontur. Selbst an der Nase funktioniert es gut. Schaut euch das an. It's a Contour. Hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und das sieht auch sehr, sehr schön aus. Ich nehme jetzt hier meinen Pinsel von Luvia. Der ist sehr, sehr festgebunden. Und wir bronzen jetzt noch so ein bisschen mit der Farbe. Aha. Wir nehmen mal Karamell und Toffee zusammen. Ja, also Pinsel ist gut voll. Ganz ehrlich. Also, es ist wahrscheinlich nicht, das sehe wahrscheinlich nur ich so. Aber ich bin ja ein Fan von Make-up-Konsum und ich benutze ja auch wirklich viel Make-up und ich habe ja auch viel Make-up. Aber ich finde es so gut und durchdacht, mein Produkt rauszubringen, was wirklich darauf ausgelegt ist, für alles zu funktionieren und vor allen Dingen auch für alle Hautfarben zu funktionieren oder für fast alle Hautfarben zu funktionieren. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ich sehe wirklich sonnengeküsst aus. Glowy und frisch, durch den Highlighter natürlich auch. Und deswegen machen wir mal weiter mit Blush. Ich nehme jetzt mal einen sauberen Blush Brush und wir gehen in die Farbe, was haben wir denn? Soft and Sweet Blushing, wo ist Chai und Cinnamon. Also die vier Farben sind so zum Blushen gut gemacht. Ich gehe jetzt in Blushing mal rein, auch sehr pigmentiert und setze mir das. Wow! Ich gehe noch ein bisschen in Chai. Okay, Chai ist zu dunkel für mich. Aber ihr seht, wie es gedacht ist, ne? Wir gehen nochmal in Soft and Sweet hier rein. Ja, Soft and Sweet funktioniert bei mir ein bisschen besser. Das sind halt alles sehr natürliche Farben, ne? Also das ist nicht so ein knalliges Pink wie Natasha Denona oder so, sondern das ist wirklich zielmäßig darauf gemacht, so natürliche Hautfarben mitzuhaben. Und wir haben ja hier wirklich viele verschiedene Hautfarben drin. Wir haben hellere Hautfarben, wir haben dunklere Hautfarben mit drin und dadurch passt sich das so ein bisschen an die Haut an. Ich bin sprachlos gerade. Wir machen weiter mit den Augenbrauen. Und da sind die Farben. Oh Gott, das sind viele. Coal, Smoky, Mocha, Cinnamon. Die ist sehr rötlich. Wir gehen mal in Coffee Beans. Ne, wir gehen in Mocha. Mocha sieht ein bisschen kühler aus. Und ich habe gestern in der Masterclass von Anastasia diesen
diesen Augenbrauenstift gehabt. Und das ist so krass, sowas habe ich immer gesucht. Schaut mal bitte. Also, wo seht ihr das hier? Wie dünn dieser Pinsel ist. Und ich gehe jetzt damit rein in die Farbe Mocha. Schaut mal hier. Zack, wie dünn diese Linie ist. Und damit male ich mir jetzt kleine Härchen rein. Könnte noch so ein bisschen Ash mit dazu mischen, dass es ein bisschen kühler ist hier außen. Also dieser Pinsel ist fantastisch, ne? Ihr könnt natürlich auch einen etwas fluffigeren nehmen und dann wirklich wie so ein Augenbrauenpuder arbeiten. Gehe ich hier einfach nochmal so ein bisschen durch und habe eine Augenbraue. Und halt auch nicht zu warm, weil ich kann mir exakt die Farbe anmischen, die ich gerade brauche. Zack, ich nehme wieder ein bisschen Farbe auf. Und habe eine Augenbraue. Das ist verrückt. Wir highlighten jetzt noch ein bisschen und dazu benutze ich die saubere Seite von dem Brush und gehe in die Farbe Natural rein. Das ist diese hier. Und setze mir das hier so ein bisschen unter die Augen. Seht ihr was? Also ich sehe es im Real Life gerade sehr gut. Ich habe das ja immer mit Lidschatten gemacht teilweise, ne? So ein bisschen so gebrightet. Also ich übertreibe jetzt gerade nicht, ne? Aber das ist ja jetzt keine Weltneuheit. Aber ich habe noch keine Palette gehabt, wo ich wirklich alle Farben benutzen kann. Alle Farben benutzen kann. Es ist ja immer in der Lidschattenpalette drin, eine Farbe, die man irgendwie nicht benutzen kann. Auch in der Face-Palette nicht. Wenn ihr die Farbe nicht als Blush oder Contour oder was weiß ich benutzen könnt, dann könnt ihr daraus Lidschatten machen. Mein Gesicht sieht sehr, sehr gut jetzt aus. Wir setten das Ganze jetzt mal, damit diese Pudertexturen alle miteinander verschmelzen. Okay, also ihr glaubt, ihr seht, wie schön pigmentiert das Ganze alles aus dem Gesicht aussieht und trotzdem sieht es natürlich aus, ne? Also die Farben sind schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man aussieht wie sonnengeküsst, so dieses Natural Finish. Und ich habe es euch gesagt, Freunde und Freundinnen, 2021, es geht alles zurück in dieses Natürliche, in diese Base, Skin, softe Highlights. Haut sieht aus wie Haut, deswegen benutze ich ja auch diesen Essence der Highlighter im kompletten Gesicht, weil es dann aussieht wie frisch eingecremt. Jetzt, Freunde, machen wir aber was auf die Augen. Und dafür benutze ich als allererstes einen Pinsel und gehe in die Farbe Blushing rein. Das ist so eine perfekte Transition Shade, ne? Gut pigmentiert, ich setze mir die hier außen hin. Und damit kann man auch, ich mache das ja auch gerne mit einem Bronzer, den setze ich mir einfach nur in die Lidfalte. Und dann Highlighter aufs bewegliche Lid und habe ein super natürliches Augen-Make-up. Und diese matten Looks sind halt immer sehr erwachsen, ne? Ihr seht, es geht super gut und ihr habt sofort so ein definiertes Augenlid. Sehr weich, die Lidschatten auch, ne? Also, oder die Farben, das sind ja keine Lidschatten unbedingt. Okay, Freunde, ich glaube, ich habe gerade die beste Lidschatten oder die perfekte Palette für mich gefunden. Das sind meine Farben, die ich jeden Tag benutze, irgendwie so oder so ähnlich. Und ich mag auch diesen soften Blush, der so ein bisschen natürlicher aussieht als so ein krasses Pink. Okay, die erste Farbe ist einmal aufgetragen. Wir verdunkeln das Ganze mit der Farbe Coffee Beans. Auch sehr pigmentiert. Ich setze mir das hier außen hin und gehe damit dann nur in die Crease. Ich halte den Pinsel gerade und schaue nach unten und habe es dadurch verdunkelt. Hier ist noch eine Folie drauf, deswegen ich dachte, da habe ich meine Augen, die sind frisch gemacht, da darf nichts dran sein. Ah, Okay, ich sehe das Ganze jetzt gerade von Namen. Es sieht super natürlich aus. In Real Life. Also es sieht aus, als hätte ich nichts im Gesicht. Und als wäre ich so aufgestanden. Ich liebe ja diese super einfachen matten braunen Looks, weil die so effortless, ist ein ganz tolles Wort, so mühelos aussehen. Ich würde mir jetzt entweder einen Schimmerton raufgeben oder wir sind heute mal mutig und machen Smoky Eye. Ich benutze dafür jetzt einen flachen Pinsel und gehe in die Farbe Mocha und setze mir die einfach komplett hier aufs bewegliche Lid. Achso, die ist ein bisschen wärmer. Nee. Wir nehmen Coffee Beans und mischen ganz leicht Smoky mit rein. Schaut euch das an. Das ist ein Smoky Eye für den Alltag. Ich bin unten jetzt nochmal in Coffee Beans und Hazelnut reingegangen, um das so ein bisschen unten anzupassen. Ich nehme jetzt hier nochmal einen schwarzen Augenbrauen- oder Eyeliner von Nabla und gebe mir den komplett an den Wimpernkranz. Und das macht das Ganze nochmal so ein bisschen verruchter und versmokter. Ihr könnt den auch sehr, sehr gut ausblenden. Den gibt es, glaube ich, auch bei Purish. Ich würde einmal Lashes drauf machen und wir geben uns aber noch was auf die Lippen. Einmal Maybelline Superstay Matte Ink.
lassen den kurz antrocknen. Ich mache die Lashes drauf und wir sehen uns gleich wieder. Ich habe die Lashes einmal raufgeklebt. Die trocknen gerade noch so ein bisschen an. Ich wollte aber ganz schnell mit euch noch einen Lipgloss auftragen. Und der ist auch von Dominique Cosmetics. Das ist die Farbe Creamer. Vielleicht gibt es den noch bei Purish, ich weiß es nicht. Das ist unbeschreiblich schön. Ich habe mich schon lange nicht mehr so schön gefühlt mit Make-up, mit so einem intensiven, dunklen Look. Ich liebe die Base. Sie ist matt. Wir könnten jetzt noch einen Highlighter drauf machen. Meine Highlighter haben wir ja alle genug mittlerweile zu Hause. Ich nehme jetzt hier nochmal schnell einen. Oh, zack, so ein bisschen Bewegung noch ins Gesicht. Ich fühle mich richtig, richtig gut. Ich liebe die Palette. Ich liebe das Konzept dahinter. Bin gespannt, was ihr zu der Palette sagt. Sehr schöner Look. Man kann super viel mit der Palette machen. Ich frage Pirsch gleich mal, nachdem ich das Video fertig gemacht habe, ob ich einen Code für euch bekomme. Wenn ich einen kriege, das steht alles entweder hier oder unterm Video. Große, große Empfehlung, ist ein bisschen teurer, aber ihr müsst überlegen, ihr habt extrem viel Produkt drin, ne? Also es sind immer 1,5 Gramm Fännchen. Das ist ein halbes Gramm mehr als üblich und damit kommt man eine Weile aus. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Look sagt. Wie gefällt euch das? Dieses Smoky Eye, so ein bisschen sexy und verrucht. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid und würde vorschlagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf!